Wie es Edelweiß ins Allgäu gehört, gehört das Holz auf den Gipfel. Ja, Spaß beiseite. Wir zeigen heute euch unser erstes Schweißprojekt, und zwar dieses schöne Edelweiß. Hula di ladio, Leid! Wir bauen heute dieses Edelweiß im Allgäu. Da gibt es eine Geschichte dazu, ist ein Edelweiß auch ein Liebesbeweis. Da hat man die Fehler, falls ihr nicht wisst, das sind die jungen Mädler, das hat man immer vom Berg runtergeholt und der geschenkt und sagt mir, ich mag die. Und wir bauen heute dieses aus Stahl. Habt ihr ja mitgekriegt, wir haben vor 2 Wochen ein Schweißgerät gekriegt und jetzt starten wir unser erstes Schweißprojekt, das wo für einen Anfänger bestimmt geeignet ist. Und wie wir das jetzt bauen, das zeigen wir euch jetzt. Also viel Spaß beim Schauen, macht's gut. Das Edelweiß schweißen wir mit einem Schutzgasschweißgerät oder Mic-Mac-Schweißgerät auch genannt. Wir sind aber noch Anfänger, haben wir ja am Anfang schon erwähnt. Deswegen sollte euch irgendwas auffallen, indem gerade die Profis sprechen mal an, was man besser machen kann, was wir total falsch machen. Dann bitte kommentiert es unten. Wir wollen es einfach lernen und einfach euch auch mitnehmen, wie ein Anfänger sich einfach entwickelt beim Schweißen und immer wieder besser wird. Wir bauen jetzt mit euch die Indoor-Variante. Dazu nehmen wir als Fuß ein schönes Stück Treibholz. Das haben wir natürlich am Bodensee gefunden. Dann haben wir hier ein 8er-Rundmaterial, ein 4er-Rundmaterial. Karosseriescheiben, die haben außen 40, innen 30. Nee, das sind Passscheiben. Karosseriescheiben sind hier. Das sind 8er Karosseriescheiben und hier etwas dickere Holzschrauben. Da machen wir dann mit diesem Balken zusammen die Wiegevorrichtung. Und das war es jetzt eigentlich. Also legen wir los. Als erstes bauen wir den Blütenstand, also den Mittelpunkt vom Edelweiß. Da legen wir in die Mitte die Karosseriescheibe und die Passscheibe. Und außenrum machen wir die Karosseriescheiben. Ich kann es jetzt hier nur nicht anlegen, weil sie sonst runterfallen, aber ihr seht es ja gleich. Also wir haben jetzt zweimal diesen Blütenstand gemacht. Das ist, dass es dann von beiden Seiten genauso ausschaut. Und jetzt kommen wir zum Biegen der Blütenblätter. Das Biegen, das machen wir uns jetzt relativ einfach. Mit dem Vierermaterial geht das so. Hat man da eine Vorlage aus dem Internet raus. Und dann machen wir jetzt einfach diese Holzschrauben rein in einen Balken, dass sie einfach doch ein bisschen Halt haben. Machen wir eine, bei euch müsste es jetzt unten sein. Dann haltet ihr euer Vierer-Material hin, macht es an der anderen Seite eine hin. Dann kommt hier, wo die erste Krümmung ist, eine hin. An die Spitze und am Ende. Hier mache ich jetzt dann auch noch eine hin, ich habe jetzt aber nur noch eine Schraube in der Hand. Dann könnt ihr euren Rundmaterial dahin halten. Da kommt dann später, wird es angeschweißt. Und dann zieht es einfach um diese Schrauben rum. Dann kommt es da schon relativ gut hin. Ein bisschen mit der Hand nachbiegen einfach. Noch ein bisschen. Und dann schaut das schon ganz gut aus. Und dann flexen wir es einfach ab, dass beide gleich lang sind. Ja, ist jetzt nicht gleich lang, aber ihr wisst, was gemeint ist, und das macht sie dann 7 Mal, braucht sie den langen Flügel. Die kurzen Blätter werden natürlich genauso bogen. Einfach rumziehen. Bisschen zu weit, kann man aber auch noch aufbiegen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, dass alles gleichmäßig ist. Die Natur ist, wie gesagt, auch nicht gleichmäßig. Wichtig ist jetzt nur, die müssen jetzt schräg angeschnitten werden, die kurzen. Dann markiert ihr euch das einfach hier und hier. Und dann flexen wir die zu und machen die auch 7 Mal. Wir haben jetzt die
7 Bogen zubogen, auf die richtige Länge geschnitten. Und bei dieser Vorlage passt das jetzt ganz gut, weil da können wir sie immer in der Mitte von diesen Bohrungen genau anschweißen und einfach gleichmäßig um den Blütenkranz verteilen. So, unser Edelweiß ist jetzt auf einer Seite fertig geschweißt. Kommen wir zu den kleinen. Die schweißen wir auch hier rein. Die könnt ihr aber auch ein bisschen schief ruhig reinmachen. Dann schaut das einfach ein bisschen natürlicher aus oder eine ein bisschen länger. Und dann punkt man das einfach an. Das Edelweiß wäre jetzt soweit fertig. Jetzt machen wir den zweiten Blütenstand. Machen wir hier jetzt drauf. Bisschen ausrichten. Und dann punkten wir den einfach an. Jetzt nehmen wir den 8er Rundstahl, setzen den da rein, dass wir den dann auch entweder im Garten oder halt später in unseren Holzklotz reinsetzen können. Die Schweißarbeiten sind jetzt fertig vom Edelweiß. Jetzt mache ich es noch mit der Schleifscheibe und dem Winkelschleifer noch ein bisschen sauber, dass es einfach ein bisschen schöner ausschaut. Edelweiß hat natürlich auch Blätter. Wir haben jetzt hier auch schon mal eins aus dem 4er Stahl gefertigt. Wie das geht, haben hier eine Rollenbiegemaschine, eine uralte, die habe ich mal vom Spörmel gekriegt. Da kann man das schön durchziehen, dann kriegt man da eine schöne Rundung hin. Dann schneidet man den Halbbogen einfach ab, wie gesagt, die Größe, wie es halt einfach gut ausschaut. Dann haltet man das so hin. Markieren wir es schnell. Es muss auch nicht hundertprozentig symmetrisch sein. Wie gesagt, wie schon bei den Blütenblättern, Natur ist Natur. Und jetzt heften wir das, einfach zusammen. Jetzt mache ich noch 2 kleine Blätter. So, wir haben jetzt die die normalen Blätter mal ein bisschen ausgerichtet und schön hingelegt. Schaut eigentlich ganz gut aus, wie wir finden. Und jetzt kommen wir wieder zum Festschweißen. Kennt ihr ja jetzt schon. Schneiden wir noch die untere Stange auf Länge und bohren dann in unseren Holzklotz das Loch rein und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Wir machen den noch ein bisschen schön mit Bienenwachs. Ja, aber jetzt lege ich einfach los. So, wir haben jetzt unser erstes Schweißprojekt beendet. Uns gefällt es ganz gut, oder mir zumindest, glauben Jens auch. Ja. Und ja, falls ihr jetzt da irgendwelche Fehler entdeckt habt, wir sind ja Anfänger, dann können sie uns das gerne noch sagen. Wir wollen da einfach noch besser werden, aber für den Anfang ist das ganz gut. Zu meiner Linken habe ich jetzt noch mal ein anderes
Edelweiß, das habe ich schon davor gemacht. Da haben wir jetzt ein bisschen mit Kugeln reingemacht und ein bisschen unregelmäßiger gebogen. Das schaut eigentlich auch ganz gut aus. Und wie ihr da auch seht, das ist jetzt eine Woche draußen gewesen und das hat jetzt schon einen Rost angesetzt. Wenn ihr das bei diesem rechten auch wollt, dann lasst das auch einfach 2 Wochen draußen stehen. Dann wird das genauso diesen Rost ansetzen. Und das war's dann jetzt aber auch schon. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Hofft, könnt ihr uns noch ein paar Tipps geben oder wir haben euch auch ein bisschen Tipps geben, dass ihr euch einfach ranwagt, auch als Anfänger zum Schweißen. Also bis die Tage, macht es gut, pfiat euch!